Was geht? Leute, im Hintergrund seht ihr es vielleicht schon. Wir sind heute auf einem Parkplatz eines, ja, was ist das hier? Möbelgeschäft, Haushaltsgeschäft. Hier haben nämlich seit Montag Kings Köfte ihren Truck eröffnet. Ihr habt es richtig gehört, es ist ein Foodtruck, der existiert hier seit Montag. Ganz, ganz frisch das Ganze. Ich habe es auf Instagram gesehen und dachte mir so, komm doch mal vorbei und teste das Ganze mal. Es weiß wieder keiner, dass ich heute vorbeischaue und ein Video mache. Ganz spontan, ihr werdet es gleich sehen. Ich frage nach einer Empfehlung, was muss ich hier essen, was soll ich hier essen? Mit Soße oder ohne Soße? Ah, das ist immer so eine Sache, ich weiß. Aber schaut es euch an, ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Hallo, hi. Grüß dich. Hallo, ihr macht den Truck hier zusammen? Eigentlich mein Mann, der ist gerade nicht da. Ah, okay. Weil ich mache so ein bisschen YouTube. Ich würde gerne mal so einen Köfte bei euch probieren und das gerne mal meinen Leuten zeigen, wenn das okay ist. Ja? Ich guck mal vorne, was ihr so habt, okay? Also Köfte, verschiedene Köftetaschen, vegetarisch, mit Grillgemüse, hört sich sehr, sehr gut an. Salat, Menüs. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich probiere mal einen ganz klassischen Köfte von euch. Ja? Dann würden wir sagen, den Spezial. Den Spezial? Was ist da drauf? Ein Zwiebelsalat, der extra nur für uns... Ja. Köfte Spezial mit Zwiebelsalat, sehr gut. Also für Events und so kann man euch dann auch anfragen oder Events, Partys, für alles. Wir haben auch schon Gott sei Dank ein paar Aufträge drin. Also. Ja, das ist schön, das freut mich. Das ist sehr, sehr gut. Ich sehe schade, dass mein Mann nicht da ist. Ne? Ja, ich komme noch mal wieder. Wenn ich schmecke, alles gut, dann komme ich noch mal wieder. Aber das riecht schon so gut, das kann gar nicht schmecken. Viele kennen Köfte tatsächlich nicht, aber Köfte, ich würde so sagen, sind so, ich nenne sie mal so orientalische Frikadellen. Genau. So, also schön stark gewürzt. Schön, ist das bei euch Lamm oder Rind oder gemischt oder wie ist das? Das ist 80 Rind, 20 Lamm. Und auf dem Foto sahen die schon echt richtig lecker aus. Und geschmacklich, boah, kann ich mir vorstellen, dass das genauso ist. Woher kommt das? Holt ihr das auch immer frisch hier, das Fleisch, oder wie macht ihr das? Das jeder Tag, das kommt da frisch. Okay. Ja, und wir marinieren es selber. Also mischen, Würzung und wir so macht ihr selber. Selber, ja. Ah, okay. Ja. Originalrezept aus der Türkei? Ja. Ja. Aber wir sagen das gar nicht. Ja. Nein, das ist gar nicht speziell. So, Leute, jetzt bauen wir hier die Köfte gemeinsam. Schön, das ist schön, die geröstete Brot. So, und dann jetzt kommt dazu unser Spezial Zwiebelsalat. Ja. So. So. Tomate. Ah, Tomate ist nicht so mein Ding leider. Okay, kein Problem. Aber normalerweise ist auch dabei. Ja, okay. So. Ja, gut, vielen, vielen Dank. Danke dir. Bitte. Da ist er, Leute. Da ist es. Boah, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben nur die Zwiebeln hier, die eingelegt. Ich habe es jetzt nicht wirklich verstanden, wie die gemacht sind, aber wir probieren die gleich mal. Und das Fleisch. Erster Bissen ohne Soße, ohne nichts. Oh. Mmh. Boah. Die Zwiebeln haben so ein... Die sind auf jeden Fall eingelegt. Die sind nicht ganz frisch, was super ist. Die haben so einen leicht zitronigen Geschmack. Die haben mir vorhin gesagt, was da drin ist. Ich habe es aber leider vergessen. Aber das Brot ist auch super schön crispy außen, innen weich. Wurde auf dem Grill angeröstet. Ja, schaut mal hier. Mmh. Richtig geiler Geschmack von dem Fleisch. Richtig perfekt. Mit den Zwiebeln, der Petersilie dazu. Mmh. Das kommt wirklich richtig gut. Ein paar Leute sind jetzt auch hergekommen. Ist immer so, wenn einer kommt, die anderen gucken, ah, da ist was los, da gehe ich jetzt hin und hol mir auch noch mal was. Also schaut mal hier, wirklich sehr ausgewogen. Vielleicht ein bisschen Soße für meinen Allmann-Gaumen, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber damit meine ich nicht, dass das trocken ist oder ähnliches. Das ist wirklich richtig geil, Mann. Mmh. Vor allem hier diese Kanten. Mmh. Das kommt sehr, sehr gut, Leute. Kleiner Zwischenstand, Zwischenschnitt für euch. Boah, das Fleisch ist super schön saftig. Es ist überhaupt nicht zu fettig. Es ist super perfekt gewürzt, nicht zu scharf. Die Salz ist top, wirklich sehr, sehr rund. Sehr, sehr gutes Ding mit dem Zwiebelsalat. Ist schon wirklich sehr, sehr geil. Wirklich.
Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Köfte gegessen? Ich kann es euch nur empfehlen. Ist das saftig oder ist das saftig, Leute? Ist mal ehrlich. Ist perfekt gebraten, super schön crustig außen. Innen immer noch diese perfekte Köfte-Röstung, Bratung. Wie soll ich es nennen? Keine Ahnung, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Sehr, sehr geil. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Das freut uns. Ich danke euch. Dankeschön. Wir danken euch. Es war wirklich richtig gut. Könnt ihr mir nur noch mal sagen, was in dem Salat drin war? Also das waren Zwiebeln. Zwiebeln, ja. Basilie, Minze und Zitrone, Salz, Essigbaumgewürz. Das war's. Okay, Essigbaumgewürz, das kenne ich gar nicht. Das ist Zucker. Zeig mal. Wie gesagt, nicht alles. Naja, egal, steht ja da, glaube ich, auch. Oh, krass, okay. Das kommt extra aus der Türkei. Also kann man hier auch kaufen, aber okay. Ist gar kein Problem. Wir holen es aus der Türkei, ist ein bisschen intensiver. Ja, das war ein richtig eigener Geschmack. Das habe ich noch nicht gehabt. Auch mit der Zitrone ist schon mal so geil. Schon mal so rundet das Ganze ab. Richtig. Super. Was kostet das Ganze? Ist immer wichtig bei uns. Ja? Das jetzt mit dem Spezialzwiebelsalat 8 Euro. Jawohl. Und der Basic 7,50 Euro. Okay. Aber ansonsten, wie gesagt, auf der Seite findet man auch alles. Das zeige ich den Jungs auch. Mir jetzt gleich auch nochmal. Aber dann danke ich euch auf jeden Fall. Sehr gerne. Dann machen wir auch. Aufs Haus. Ist vom Chef. Vom Chef? Ich habe gerade angerufen. Der ist traurig, dass er nicht da ist. Ach, aber echt? Ja, hat er auch angerufen? Mal vorbeikommt. Ja. Ja, okay. Super. Ich danke euch recht herzlich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Und viel Erfolg. Danke. Wir sehen uns auf jeden Fall noch mal wieder. Das könnt ihr drauf einrauf lassen. Vielen also, Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Ach, Leute. Ich liebe wirklich das, was ich mache. Das war wirklich super schön. Wie gesagt, wieder spontan hier vorbeigekommen, einfach gefragt, geht das klar? Und in der Regel, Leute, ich sag's euch, funktioniert das. Und so finde ich das am besten, am authentischsten, auch für euch. Ne? Kein Shishi, kein Ab, dies und das. Einfach so, wie es wirklich ist. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Nächste Woche, was kommt da? Ich weiß es nicht, Leute, aber eins kann ich euch sagen. Aber eins kann ich euch sagen, Leute, kommt hier vorbei. Wo ist er? Da hinten. Kingsköfte in Mülheim bei TEDx. Alter, hab ich's doch gesagt. Shit. An der Weseler Straße. Oh, lasst euch hier richtig gut gehen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich würde euch ja sonst nach eurer Meinung fragen, aber dadurch, dass die erst seit Montag hier stehen, gibt's, glaube ich, noch keine. In dem Sinne, einen schönen Sonntagabend. Bis zur nächsten Woche. Und wir sehen uns. Ob ihr es wollt oder nicht. Auf Wiedersehen. Ciao.